Und die zweite Nummer 10, also der 10. Dezember, das zweite Päckchen, wobei ich noch nicht weiß, ob das auch von der Angelika ist oder ob das von jemand anderen ist. Es kommt jedenfalls aus Lüttich. Und also die Urlaubsgrüße kommen aus Lüttich. Und wir werden das Geheimnis gleich lüften, wer da dahinter steckt. Da. Oh, das ist in einer Landkarte verpackt. Ja, wunderschön. Boston. So, und von Herzen alles Liebe und Gute. Die liebe Karin, ganz liebe Urlaubsgrüße aus den belgischen Ardennen, der Gegend mit tollen verfallenen Burgen, sanften Hügeln, alpinen Schluchten und eiszeitlichen Mooren sowie der weltbesten Schokolade. Je nachdem, von wo man anreist, heißt die Provinz Lüttich oder Liège oder Luik. Die liebe Karin denkt immer an mich. Die liebe Karin, die ist ja so die, tja, sowas wie die Urmutter vom Nadelspiel. Doch, wenn man, ich muss das da zerfetzen. Wenn man Hilfe braucht, die Karin weiß immer Rat, sogar wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und das will was heißen. Sogar ich kann mich an die Karin wenden. Wenn. Belgische Schokolade und die das Video überlebt. Ich glaube, ich werde das Video schnell beenden, damit ich mich schnell drüber stürzen kann. Also ob das die Nacht überlebt, weiß ich nicht. Das sind 250 Gramm, na, das schaffe ich schon in einer Nacht. Na, ich mache das auf. Ich möchte dich da ein bisschen den Mund wässrig machen. Ich muss da jetzt leider sofort eine verspeisen, da kann ich nicht an mich halten. Damit ein bisschen neidisch dürfte da schon sein. So, kommt der Wärme. Aha, das ist dann noch einmal zugepickt. Aha, ich sollte mir da vielleicht eine Schere herholen. Nein, also das wird jetzt leider. Na, geht schon. So. Was ist denn da alles drin? Marzipan, Haselnuss mit Mandel, Haselnuss mit Walnussgeschmack, Vanillegeschmack, Karamell, Haselnuss mit Crisp. Was ist denn das? Karamell. Crisp, Karamell. Haselnuss. So, meine Lieben, ich verschmause da jetzt ein Stück. Köstlich. Köstlich, aber es wird nicht alt werden. Naja, das sind zwei Lagen. Naja, 2 Tage. Danke, liebe Karin, du weißt natürlich, womit du mein Herz erfreust. Danke.